Mahlzeit. Heute geht es um eine Tischplatte für einen Campingtisch. Also nicht der komplette Campingtisch wird selbst gebaut, sondern nur die Platte. Warum? Ja, ich habe hier noch von einem alten Campingtisch, wo die Tischplatte einfach nicht so doll war. Die Tischbeine und alle Montageteile dafür, das habe ich abgeschraubt und habe lange überlegt, wie kann ich jetzt eine neue Tischplatte machen und habe jetzt eine Idee. Und zwar werde ich diese Tischplatte in so eine Art Sandwich-Verfahren bauen. Als Trägerplatte unten für die Stabilität nehme ich eine 12 mm USB-Platte und obendrauf für die Optik, sage ich jetzt mal, kommt eine 4 mm Pappelsperrholzplatte. Das sollte dann insgesamt nicht zu schwer sein. Das kann man, also ich werde jetzt die Teile schon gekauft und in der Hand gehabt, dass es geht. Man kann das gut tragen. Und durch dieses Sandwich-Verfahren eben mit der USB-Platte und der Pappelsperrholzplatte, die darauf flächig verleimt wird, sollte das eigentlich stabil genug sein, damit sich das nicht durchbiegt. Problematisch ist jetzt, diese Sperrholzplatte ist nicht hundertprozentig wasserfest verleimt, aber das ist erstmal egal. Ich werde das mit einem Klarlack oder mit einem Holzschutzmittel so behandeln, dass das eben wasserdicht ist oder wasserfest ist. Außerdem wird wahrscheinlich eh eine Tischdecke drauf liegen, wenn es mal regnet, dass das Holz nicht direkt nass wird. Also, das sollte klappen. Ja, dann hier einmal die Materialauswahl. Hier seht ihr einmal diese Teile von dem ehemaligen Tisch, also die ich auch noch habe von dem Tisch, genau. Die Tischbeine. Hier sind so Halter für die Tischbeine. Das sind so Halbkreise, da drin dreht sich das Tischbein. Dann einmal in der Mitte so eine Verriegelung oder Befestigung für die beiden Diagonalstreben von den Tischbeinen und ein Tragegriff. Das Holz eben, naja, wie ich gerade schon gesagt habe, eine 12 mm USB-Platte. Die Tischplatte wird 60 x 90 cm groß. Das für zwei Personen ist das völlig ausreichend. Und die größte Herausforderung oder Idee, was heißt Idee? Naja, die größte Herausforderung war es irgendwie erstmal zu überlegen, wie mache ich das Ganze fest? Das war vorher irgendwie angeschraubt. Und jetzt war halt die Frage, wie kriege ich das stabil eingeschraubt in so eine 12 mm USB-Platte? Da habe ich lange überlegt und dann auf einmal kam mir die Idee, dass ich das Ganze deswegen im Grunde auch so ein bisschen diese Sandwich-Bauweise, also nicht nur wegen der Stabilität, sondern eben auch, also der Tischplatte, sondern eben auch wegen der Konstruktion. Und zwar habe ich mir dann gedacht, ich nehme diese USB-Platte, da werden Löcher reingebohrt für die Schrauben, um diese Bauteile von den Tischbeinen anzuschrauben. Und dann werde ich hier so Einschlaggewindehülsen nehmen. Die kommen von oben auf die Tischplatte, also im Grunde zwischen diese beiden Schichten. Werde ich ein bisschen ansenken, dass sie da reinkommen, dass es eine ebene Oberfläche ist. Und dann wird eben diese Spanplatte flächig darauf verleimt. Damit sind diese Gewindehülsen nicht mehr zu sehen. Die sind stabil in der Tischplatte und die können auch nicht ausreißen. Und man kann einfach diese Teile von den Tischbeinen durch die Platte anschrauben. Sollte eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. Wir werden sehen. Ich fange jetzt erstmal an und dann gucken wir mal, wie es wird. Das sieht eigentlich ganz gut aus, passt gut. Die Tischplattengröße ist genau richtig und ich werde das jetzt hier natürlich noch mal genau ausmessen und dafür eine Menge Hilfslinien aufzeichnen und dann geht es ans Löcherbohren und die weitere Verarbeitung. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier einmal die Mitten angezeichnet aus jeder Richtung, so dass ich hier diesen mittleren Teil, wo diese Bügel hier beim Aufstellen eingehakt werden, in der Mitte platzieren kann. Da habe ich die Bohrlöcher angezeichnet und auch schon gebohrt. Dann habe ich hier auch von dem Bügel die Mitte angezeichnet, hier die Mitte angezeichnet und hier 1 cm Rand angezeichnet. Dadurch habe ich das jetzt hier genau ausrichten können auf beiden Seiten und dieser Bügel oder diese Schelle hier, die das Bein hält, die sitzt hier auf dieser Niete oder über dieser Niete, so ungefähr, damit es nicht hin und her rutscht. Ich habe das hier einmal auch so angezeichnet. Also man sieht hier in diesem Bereich hat das so ein bisschen Spiel. Da habe ich die Enden jeweils angezeichnet, das mittig ausgerichtet und habe dann auch da
die Bohrlöcher angezeichnet. Als nächstes werde ich jetzt alle Löcher hier bohren, genauso auch die für den Griff. Und dann drehe ich die Platte um und werde hier mit so einem Forstnerbohrer die diese Löcher von der anderen Seite her ansenken, so dass ich eben dieses Einschlaggewinde, Hülseteil oben bündig mit der Platte habe, um die andere Platte aufzuleimen. Ja, hier, also die Einschlaggewindehülsen sind jetzt alle drin. Und das ist schön eben hier alles. Das ist okay. Ist gut geworden. Ich werde trotzdem gleich nochmal einmal drüber schleifen. Und dann kann ich die Sperrholzplatte darauf leimen. So, neuer Tag. Die Platten sind beide verleimt miteinander. Ich habe das über Nacht mit so ordentlich dicken Fliesenpaketen beschwert und aneinander gepresst, sodass das ordentlich hält. Die Sperrholzplatte war ja ein bisschen länger als die USB-Platte. Deswegen musste ich die absägen, aber das hat gut funktioniert. Also hier die Kanten sehen ganz gut aus. Und was jetzt noch fehlt, ist einmal hier dieses, irgendwie mit einem Wasser- oder Wetterschutz behandeln. Dann ist das Ding im Grunde schon fertig. Man kann jetzt noch hier, hier kann man jetzt noch so einen Umleimer aufkleben, also diese aufgebügelt werden. Wenn man möchte, kann man das machen. Ich glaube, ich lasse das so erstmal und werde jetzt gleich die Beine anschrauben und dann mal gucken, wie es aussieht. So sieht der Tisch jetzt fertig aus. Noch unbehandelt, wie gesagt, das wollte ich noch machen. Da kann man jetzt verschiedene Möglichkeiten, oder hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Oberfläche zu behandeln. Mit so einem Danish Oil zum Beispiel oder irgendeinem anderen Holzöl. Muss man sich überlegen, ob man den grundsätzlich ohne Tischdecke benutzen möchte oder mit. Also wenn man eine wasserdichte Tischdecke drauf liegen hat, grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht so wild mit dem Nässeschutz. Dann reicht eine einfache Schicht Holzschutz und dann sollte das gut sein.